Hallo Leute und herzlich willkommen zur Setaufbau-Lektion. Ja, wie wir bei einigen Lektionen bereits erwähnt haben, ist es heutzutage weder eine Herausforderung noch ein großes Alleinstellungsmerkmal, wenn du als DJ einfach irgendwelche Tracks aneinander rein kannst. Gerade mit technischen Spielereien, wie wir sie hier zum Beispiel auf dem Tisch haben, ist es absolut ja, kein Ding der Unmöglichkeit mehr, einfach irgendwelche Übergänge zu zaubern. Natürlich ist es auch extrem wichtig, aber es geht ja darum, dass wir aus der Masse herausstechen, dass wir wirklich erfolgreich auflegen, dass wir was erreichen und auch was Besonderes darstellen. Und da kommt auf jeden Fall auch der Setaufbau mit ins Spiel. Denn wie gesagt, eben einzelne Tracks kann sich jeder kaufen, gerade digital erhält man alles. Das heißt, jemand könnte mehr oder weniger 1:1 einfach deine Mediathek nachkaufen, könnte ja sogar theoretisch noch dein Set nachbauen. Aber auf jeden Fall noch leichter ist es einfach, die Tracks nachzukaufen und ja, einen Übergang zum nächsten eben einfach irgendwie willkürlich mit Tracks. Das schafft heutzutage auf jeden Fall jeder. Deswegen eben geht es darum, dass wir uns überlegen, wie möchten wir unser Set gestalten. Das ändert sich logischerweise immer je nachdem, was es für eine Veranstaltung ist. Ist es eine Open-Air-Veranstaltung im Sommer? Ist es ein Club-Gig in einem Keller mitten in der Nacht? Oder ist es eine Hochzeit? Ist es eine Firmenveranstaltung? Ein privater Geburtstag? Und so weiter und so fort. Also alles extrem unterschiedliche Veranstaltungen und alle erfordern es, dass ihr euer Set individuell anpasst, also nicht einfach mit eurer riesigen, am besten noch unorganisierten Mediathek zu eurem Gig fahrt und willkürlich irgendwas auf die Decks ladet. Außerdem unterscheidet sich ja sogar, selbst wenn es im Prinzip immer Club-Gigs im Keller mitten in der Nacht sind, dann noch, ob ihr der Warm-Up-DJ seid, ob ihr in der Peak-Time auflegt oder ob ihr eher fürs Cool-Down, also am Ende der Veranstaltung, dann auflegt. Also das sind alles verschiedene Parameter, die sich immer noch auf die Track-Auswahl und generell euren Set-Aufbau auswirken. Und deswegen solltet ihr euch da ja viel und lange mit beschäftigen und auch ja, einen richtigen Kopf drum machen. Sowieso ist es für euch als DJ nicht der Job, dass ihr die ganze Zeit versucht, Vollgas zu geben. Eben wenn ihr zum Beispiel als Warm-Up-DJ auflegt, dann sowieso nicht. Das ist eigentlich auch schon mehr oder weniger allen bewusst, auch wenn es fast schon ein Running Gag ist, dass es einigen ab und zu mal nicht bewusst ist. Aber auch zum Beispiel, wenn ihr in der Peak-Time auflegt, geht es nicht darum, dass ihr mit Vollgas startet, Vollgas durchfahrt und mit Vollgas im Prinzip euer Set wieder beendet. Denn hier habt ihr überhaupt keine Dynamik in eurem Set. Ihr ja, schafft es überhaupt nicht, wirklich ja, wie so eine Art Geschichte zu erzählen und ja, wirklich ein einzigartiges, stimmiges Set zu kreieren. Selbst bei DJs, die zum Beispiel EDM auflegen oder andere Musikrichtungen, die extrem energiegeladen sind, wird man trotzdem merken, dass die Geschwindigkeit oder einfach die Dynamik mal etwas abflacht, um sich dann wieder zu steigern. Das Problem ist dabei nämlich auch, dass wenn ihr zum Beispiel immer nur versucht, einen Hit an den anderen zu reihen, dass euch vielleicht erstens die Hits mal ausgehen, früher oder später. Zweitens die Gäste in Anführungszeichen ein bisschen überfordert sind, weil ja, man gar nicht mehr weiß, wann es jetzt in Anführungszeichen Zeit zum Ausrasten ist, weil das jetzt mal der Hit ist. Und auch das Kontrastprinzip kommt euch da in die Quere, weil klar, wenn ihr einen Hit nach dem anderen spielt, dann ist es ja in Anführungszeichen gar kein Hit mehr, sondern es ist einfach nur ein Track aus vielen. Und ihr müsst solche Hits natürlich auch besonders platzieren, damit sie ihre volle Wirkung entfalten. Wenn ihr euch also an den Setaufbau macht, dann verfolgt das Ganze auch eben ja mit einem gewissen Hintergedanken, macht euch eben den Kopf und entwickelt euren eigenen Stil. Denn ihr wollt ja eben ein Alleinstellungsmerkmal, ihr wollt herausstechen gegenüber anderen DJs, ihr wollt euch da abheben und deswegen sollt ihr euch ja wirklich einen eigenen Stil entwickeln, wie ihr euer Set ja aufbaut und arrangiert. Ihr seid als DJ oftmals auch noch Trendsetter und da ist es auf jeden Fall auch nicht ja, unüblich oder zu viel verlangt, wenn ihr auch mal neue oder unbekannte Tracks mit in euer Set einbaut. Erstens braucht ihr die oft, um zum Beispiel eben Hits wirklich richtig zu platzieren, wie gerade schon angesprochen. Zweitens habt ihr die Möglichkeit durch die Art Trägheit der Masse, also dass es erstmal ein bisschen dauert, bis ihr einen Dancefloor leer gespielt hättet, dass ihr auch hier und da mal eben neue und unbekannte Tracks ja, droppen könnt, die ihr dann vielleicht sogar eben ja positiv ankommen.
Und wenn ihr zum Beispiel auch regelmäßig Gigs in der Location habt, die ihr von eurem Stil her ein bisschen beeinflussen möchtet oder eben vielleicht, wo auch die Vorgabe ist, dass sich generell der Stil der Location etwas ändert, dass ihr mit der Zeit einfach immer mehr ja, neue und oder auch unbekannte Tracks eben in euer Set mit einbaut, um ja, da eben ein bisschen dem Ganzen euren Stempel aufzudrücken. Ganz klar und absolut nichts Neues ist natürlich, dass die Tanzfläche sich besonders schnell füllen wird, wenn ihr es schafft, die Frauenwelt für euch zu begeistern. Das ist ja im Prinzip ein ungeschriebenes Gesetz. Da müsst ihr dann halt eben einfach euer Publikum, restriktive eben das weibliche Publikum, besonders lesen und schauen, was kommt da gut an und wie animiert ihr denn die Damen, ja, die Tanzfläche sozusagen zu eröffnen. Die Männer sind da ja immer ein bisschen zurückhaltender und scheu und deswegen ist es im Prinzip eure Aufgabe natürlich ja auch, den Dancefloor zu füllen, insofern ihr nicht zum Beispiel das Glück habt, direkt schon in der Peak Time zu starten. Wenn ihr nämlich nicht in der Peak Time startet, solltet ihr auch aufpassen, dass ihr Hits und Klassiker, solche Evergreens und so weiter nicht zu früh bringt. Wenn eben gerade noch Leute zusammenkommen, das heißt der Abend an sich ist am Anfang, euer Set ist ganz am Anfang, vom Anfang der Veranstaltung und so weiter, dann macht es keinen Sinn, dass ihr groß Hits und Klassiker spielt, weil die Leute schauen erstmal, dass sie zusammenkommen, unterhalten sich vielleicht, holen sich erstmal ein Getränk und es ist noch gar keine Stimmung, wirklich jetzt ja, wirklich auszurasten sozusagen. Deswegen, wenn ihr eben euer Set arrangiert und das sehr am Anfang der Veranstaltung ist, dann schaut, dass ihr da mit Hits und Klassikern eher spart. Neben dem, dass ihr weibliches Publikum lest, geht es natürlich auch darum, als DJ das Publikum an sich zu lesen. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe, die ihr habt, sozusagen eine Eigenschaft, die ihr wirklich gut beherrschen solltet, denn ihr spielt ja für das Publikum und da müsst ihr auch irgendwie wissen, was will das Publikum. Natürlich wisst ihr grob durch das, was ihr ja auflegt, klar, was sowieso laufen wird. Hoffentlich seid ihr so bekannt, dass das Publikum euch auch kennt, dann weiß das Publikum auch, was es erwartet. Und die Location gibt ja oft auch schon etwas vor, was für ein Genre läuft und so weiter. Wenn nicht genauer, dann die Veranstaltung. Und trotzdem hat man ja innerhalb dieser Nischen immer wieder noch Möglichkeiten, eben sein Set zu arrangieren. Und da kommt jetzt das ins Spiel, dass ihr anfangt, euer Publikum zu lesen. Welche Tracks kommen eben besonders gut an? Welche kommen eher schlecht an? Wo füllt sich die Tanzfläche? Wo leert sich eher die Tanzfläche? Und wo ja, entstehen ja, zum Beispiel so Art euphorische Dinge, wie dass mal gejubelt wird, dass die Arme nach oben gerissen werden und so weiter. Es gibt ja viele Indikatoren dafür, dass es den Leuten eben gerade gut gefällt. Auf diese Dinge müsst ihr achten und auch zum Beispiel solche subtile Dinge, wie ob man eher das Gefühl hat, wenn ihr einen neuen Track bringt, dass die Tanzfläche wie erstarrt. Das werdet ihr auch nur mit der Zeit dann erst merken, das kann man jetzt nicht so pauschal erklären, aber das merkt man ziemlich schnell dann eben, wenn mal ein Track nicht ganz ankommt oder ein Übergang nicht ganz gelingt, dass sozusagen dann wie auf einmal die Tanzfläche in Slow-Mo abläuft oder natürlich kann das im positiven Sinne auch umgekehrt passieren und dann wisst ihr auf jeden Fall genau so weiter. Wenn euch das Publikum auch nicht unbedingt zugewandt ist, sondern eher in Richtung Bar oder alle Grüppchen quatschen irgendwo miteinander, ist das logischerweise auch nicht das beste Zeichen. Und wenn ihr eben merkt, dass das Ganze nicht ganz so läuft, wie ihr euch das vorstellt, dann müsst ihr eben Dinge ausprobieren. Und dann werdet ihr auch merken, eben was eventuell besser ankommt. Vielleicht merkt ihr dann ein paar Mal, dass irgendwie was nicht so ganz ankommt. Aber dann müsst ihr auf jeden Fall im Prinzip ein bisschen weiter experimentieren. Natürlich kann es auch mal sein, dass ein Abend einfach generell schlecht läuft, weil der Laden nicht voll wird, weil die Stimmung, warum auch immer, einfach scheiße ist. Dann kann man natürlich irgendwie nichts machen. Aber solange ihr an sich merkt, der Abend hat Potenzial, an sich es sind viele Leute da und so weiter und so fort, es kommt nur nicht so die richtige Stimmung auf, dann müsst ihr ein bisschen versuchen eben auszuprobieren, in Subgenre ein bisschen wechseln, vielleicht von der Geschwindigkeit her wechseln und so weiter, bis ihr eben merkt, okay, jetzt das, was ich mache, das kommt auf jeden Fall an. Das heißt dann aber logischerweise auch nicht, dass es für den Rest des Abends gut ankommen wird, sondern eben vielleicht nur für eine gewisse Zeit und dann müsst ihr das Ganze wieder neu ausloten. Deswegen sozusagen niemals aufhören, euer Publikum zu lesen. Gerade mit den Subgenres schon angesprochen, werdet ihr es ja, wenn ihr für ein Szenepublikum spielt, noch relativ leicht haben, weil die ja eben schon wissen, was sie genau erwartet, ist es genau euer Metier und da einigt man sich ja sozusagen auf einen Nenner.
Wenn ihr aber Mixed Music spielt, dann habt ihr es insofern schwerer, dass ja auch das Publikum immer wieder neu zusammengewürfelt ist. Das heißt, ihr wisst nicht, ob aktuell vielleicht eher elektronische Musik gut ankommt oder vielleicht eher was in Richtung Hip-Hop und so weiter. Da müsst ihr dann natürlich auch noch generell zwischen den großen Übergenres viel ausprobieren. Und deswegen empfiehlt sich zum Beispiel auch unabhängig davon, ob die Stimmung jetzt gerade besonders gut oder schlecht ist, dass ihr wie so eine Art Genre-Päckchen schnürt. Das heißt, ihr spielt mal 3 bis 6 Tracks aus einer Genre, aus einer Ecke sozusagen und wechselt dann in ein anderes. Das macht ihr dann am besten zum Beispiel mit Transition-Tracks oder eben ihr schaut, dass ihr die Genre so anpasst vom Wechsel her, dass die Sprünge in der BPM nicht ganz so groß sind. Aber eben, wie gesagt, wenn ihr Mixed Music auflegt, dann schaut, dass ihr diese Päckchen schnürt, denn wenn ihr bei jedem Track irgendwie das Genre wechselt, dann überfordert ihr eure Gäste. Zweitens wird es für euch extrem anstrengend, das aufzulegen, eben vor allem von den BPM-Sprüngen her oftmals. Und eben, es geht ja auch darum, dass sich zum Beispiel dann mal ein gewisses Publikum auf der Tanzfläche versammelt hat, das Hip-Hop-Musik besonders mag. Und wenn ihr dann eben in jedem zweiten Track wieder switcht, dann habt ihr eine extrem hohe Fluktuation auf der Tanzfläche. Im besten Fall, im schlechtesten Fall kommt überhaupt keine Stimmung auf, weil sich gar nicht, ja, wie so ein harter Kern mal sammeln kann, der jetzt mal auf Hip-Hop eine Zeit lang abfeiert. Und dann schafft ihr vielleicht einen relativ smoothen Wechsel in Richtung elektronische Musik. Dann kommen eher die Leute zusammen, die eher eben mehr elektronische Musik feiern und so weiter und so fort. Ihr könnt dafür dann zum Beispiel auch noch Remixe verwenden, dass ihr eben Art Re-Edits und Remixe einfach habt von bekannten Tracks, sei es jetzt zum Beispiel aus dem Hip-Hop-Bereich, die in Richtung elektronisch umproduziert wurden. Wichtig ist dabei aber immer noch auf jeden Fall, dass ihr über eine gewisse kurze Zeit lang einfach mal im Prinzip eine Schiene fahrt, bis ihr auf die nächste wechselt. Was ihr, wenn die Stimmung denn mal hoffentlich kocht, auf keinen Fall vernachlässigen solltet, ist eben, was wir anfangs schon ein bisschen angesprochen hatten, mit diesen Hits und Klassikern. Gerade wenn ihr zum Beispiel auch Warm-Up-DJ seid, gegen Ende eures Sets, wollt ihr auch die Stimmung nochmal besonders anheizen, wenn ihr in der Peak-Time auflegt sowieso oder eben wenn ihr für den ganzen Abend zuständig seid, eben dann im mittleren Teil sozusagen und dass ihr da dann auch sogenannte Sure-Shots einbaut. Das heißt, das sind Lieder, die kennt jeder, die feiert jeder und die kommen garantiert gut an. Da wisst ihr auf jeden Fall, um welche Tracks es sich handelt, entweder innerhalb eures Genres oder auch natürlich im Mainstream kennt man die Lieder dann sowieso, kennt jeder. Und da könnt ihr dann auch solche Hit-Bündel schnüren. Im Prinzip, wie wir es vielleicht mit der Mixed Music gerade schon ein bisschen angesprochen haben. Aber muss ja nicht mit Mixed Music sein, sondern auch in eurem Genre. Dass ihr wie so eine Art Hit-Bündel schnürt, um da nochmal richtig eins auf die Spitze zu treiben. Sei es jetzt zum Beispiel, um die Tanzfläche schlussendlich wirklich voll zu bekommen. Oder um halt wirklich nochmal ein absolutes Stimmungshoch zu setzen. Also allgemein eben in euer Set immer mal wieder solche Sure-Shots einbauen und eben solche Hit-Bündel aus, sagen wir mal, 2, 3, vielleicht auch sogar 4 Tracks, wenn ihr einen recht schnellen Wechsel dann habt durch Cuts und so weiter, eben zusammenschnüren, um eine kurze Zeit richtig einen rauszufeuern. Was wir euch definitiv nicht empfehlen und wovon wir euch auf jeden Fall abraten, ist, dass ihr euer ganzes Set einfach wiederholt. Also ihr habt mal ein Set vorbereitet, sei es jetzt zu Hause oder eben ihr habt eins im Club gespielt, habt es aufgezeichnet oder eben irgendwie euch über die Library dann nochmal wieder rausgezogen, was ihr da gespielt habt. Und dann spielt ihr einfach beim nächsten Gig genau dasselbe Set nochmal. Das ist insofern schwierig, dass ihr ja nicht wisst, was das eine Publikum eben gefeiert hat, muss nicht unbedingt auch das neue Publikum feiern. Außerdem ist es ja euer Job als DJ, dass ihr immer wieder neue Musik arrangiert und neu auflegt. Deswegen geht das im Prinzip ein bisschen gegen die Kunst. Und peinlich wird es vor allem dann, wenn euch die Leute sehr feiern und euch öfter hören oder zum Beispiel auch vielleicht euch nicht feiern, aber durch Zufall öfter hören und dann eben rauskommt, dass ihr einfach euer Set wieder runterleiert und immer wieder und immer wieder. Das ist dann auf jeden Fall schon ziemlich peinlich. Und für euch selbst schadet ihr euch auch, dass ihr eure Weiterentwicklung leidet, weil ihr einfach nicht nochmal versucht, neue Tracks zu arrangieren und es vielleicht so schafft, sogar noch ein viel cooleres Set zusammenzustellen. Gerade in der heutigen Zeit, wo gerne mal Sets ganz aufgezeichnet werden und auch im Internet landen,
kann es natürlich besonders leicht rauskommen, dass ihr eben ja an zwei verschiedenen Wochenenden in zwei verschiedenen Locations aufgelegt habt. Die schneiden beide das Set mit und laden es eben hoch und auf einmal sind beide komplett gleich. Das wäre auf jeden Fall ja ein bisschen peinlich. Ein vorgefertigtes Set, was wirklich auf den Track genau vorbereitet ist, empfehlen wir euch auch nicht, denn ihr wisst nie 100%, wie die Veranstaltung sich entwickeln wird. Und es wird auf jeden Fall Sinn machen, sich grob vorzubereiten, eben ein grobes Set zusammenzustellen, mal eine grobe Auswahl zu machen, aber nicht Track für Track. Denn ihr wisst nicht, wann die Stimmung wie sein wird, welche ja, Tracks vielleicht jetzt besonders gut ankommen, je nachdem, wie das Publikum auch zusammengewürfelt ist, je nachdem, wie die Stimmung an diesem Abend ist zum Beispiel und so weiter und so fort. Deswegen schaut, dass ihr euch ja eine grobe Playlist zum Beispiel für ein Set zusammenstellt, wo ihr sagt, das sind alles Sachen, die sind cool, die möchten wir spielen. Vielleicht eben auch ein bisschen unterkategorisiert, das hatten wir dann auch in der Mediathek-Lektion schon, dass ihr sagt, die Tracks für den Anfang, die für die Peak Time und die fürs Ende und so weiter, aber auf jeden Fall nicht Track für Track. Gerade mal auch, wenn irgendwas eben schief läuft, ihr merkt, okay, das, was ich jetzt hier gerade fabriziere, kommt gar nicht gut an, dann müsst ihr sowieso alles über den Haufen schmeißen und dann hat es euch gar nichts gebracht. Und insofern ihr es nicht könnt, sozusagen, dass ihr das über den Haufen schmeißen könnt, weil ihr ja, es einfach nicht schafft, jetzt so spontan noch was neu zu arrangieren oder eben Tracks irgendwo aus eurer Mediathek rauszuziehen, die passend wären, habt ihr auf jeden Fall ein Problem. Noch schlimmer, als dass ihr euer Set komplett wiederholt, so wie ihr es schon mal gespielt habt, aber es ja dann trotzdem wenigstens live mixt, sind pre-recorded Sets. Also das ist auf jeden Fall die Krönung der Peinlichkeit und Faulheit, was man leider auch bei extrem hochbezahlten Star-DJs immer mal wieder ja, hört, was rauskommt, weil irgendwelche Geräte gar nicht angeschlossen sind oder sich jemand mit Ahnung mal die Videos angeschaut hat und gemerkt hat, okay, was die da machen, ist gar nicht das, was wirklich gerade im Mix passiert. Und das ist auf jeden Fall ein absolutes No-Go. Das ist unfassbar peinlich, wenn es entlarvt wird, gerade eben zum Beispiel, wenn ihr bei einem Videoset dann aufgezeichnet werdet oder zum Beispiel, wenn irgendwas schief geht, ja, ihr betätigt mal doch irgendeinen falschen Knopf und euer pre-recorded Set wird dann ausgeschaltet oder ein Gerät fällt aus und so weiter und so fort. Alles schon vorgekommen. Das ist extrem peinlich und gerade wenn dann mal was ausfällt, dann ja, seid ihr nicht vorbereitet. Ihr wisst gar nicht mehr, was mache ich jetzt auf einmal, weil ihr müsst ja dann direkt einspringen und habt dann logischerweise nichts vorbereitet. Eure Kredibilität als DJ geht natürlich auch verloren, denn ja, ihr werdet ja eben wie bei den Sets wiederholen, schon angesprochen, ihr dafür bezahlt, dass ihr ja live spielt, ihr seid immerhin eine Art Musiker, die jetzt ja diesen Dienst am Publikum ausüben und ja, deswegen ist es auf jeden Fall ein absolutes No-Go. Ihr schadet damit dann auch nicht mehr nur euch, weil ihr euren Gig dann sozusagen versaut dadurch, dass mal was schief geht, sondern einfach der ganzen Szene, weil ja der DJ dann einfach einen schlechten Ruf bekommt, weil er eben vorgefertigte Sets abspielt, einfach nur auf Play drückt und dann ja ein bisschen rumhampelt. Das ist natürlich irgendwie ganz amüsant, wenn man dann mehr Moderation machen kann oder irgendwelche verrückten Dance-Moves, wenn man eben Zeit hat, wenn man nicht mixen muss. Aber das ist natürlich eigentlich nicht Sinn der Sache. Und wenn man darauf Bock hat, dann sollte man sich vielleicht überlegen, dass man irgendwie ein Back-to-Back-Set mit jemandem macht, dass eben einer sich ums Mixen kümmert und der andere macht irgendwelche Faxen. Auch ein bisschen da einher geht das, dass man Tracks mehrfach spielt. Das ist leider etwas, was man natürlich nicht unbedingt als absolutes No-Go bezeichnen kann und was auch immer wieder getan wird, was aber mit großer Vorsicht zu genießen ist. Eigentlich im Prinzip ist es so ein ungeschriebenes Gesetz als DJ, dass man eben Tracks nicht mehrfach spielt, weil es ja eben auch darum geht, dass man diese Tracks als Art Individuum an der richtigen Stelle platziert und es deswegen auch gar nicht notwendig ist, sie nochmal zu spielen. Denn wenn du zum Beispiel einen Hit am Anfang gespielt hast, wo du dann irgendwann gemerkt hast, ja okay, der kam gar nicht an oder es waren kaum Leute da, die haben den gar nicht gehört, also dann kann ich ihn jetzt wieder spielen, hast du ja eigentlich in deinem Setaufbau versagt. Weil du hättest ihn gar nicht am Anfang spielen sollen, da war er auf jeden Fall fehlplatziert, sondern er hätte viel später kommen sollen. Deswegen unter gewissen Umständen, dass man zum Beispiel einen Mega-Hit gerade irgendwie am Start hat, den alle totfeiern, den man gefühlt einfach 10-mal am Stück spielen könnte und den das Publikum dann auch als solchen verlangt, kann es Sinn machen, dass man eben mit einer größeren Lücke dazwischen einen Mega-Hit zum Beispiel einfach nochmal spielt.
aber in der Regel solltet ihr darauf achten, dass ihr eben euer Set so aufbaut und die Tracks alle so platzieren, dass sie alle an der richtigen Stelle sind und es deswegen ja einfach falsch und unnötig wäre, dann Tracks nochmal zu wiederholen. Es gibt ja auch einige Gäste, die eben den ganzen Abend lang da bleiben oder die euch eben sehr feiern und deswegen ja auch eben besonders lange wegen euch da sind und euer ganzes Set hören möchten und für die ist es dann natürlich auch ein bisschen komisch, wenn auf einmal derselbe Track wieder läuft, weil das kann entweder nur bedeuten, dass ihr verkackt habt, weil ihr keine Ahnung habt oder weil ihr ein schlechtes Gedächtnis habt und einfach vergessen habt, dass ihr den Track schon gespielt habt. Abhilfe schaffen kann euch da zum Beispiel mal wieder die Software, dass zum Beispiel ein Haken irgendwie in der Liste hinterm Track ist, wenn ihr den schon gespielt habt oder auch beim CD-Player, dass euch das irgendwie angezeigt wird. Ansonsten habt ihr vielleicht gute Kollegen um euch rum, die euch dann, wenn die merken, dass ihr den gerade reinmixen wollt, noch daran erinnern, den hast du vielleicht schon mal gespielt. Aber ja, schaut auf jeden Fall, dass euch das nicht passiert. Kommen wir ein bisschen im Prinzip zu den verschiedenen Set-Varianten. Und wir fangen ganz klassisch mit dem Warm-Up-DJ an. Leider zu Unrecht ein bisschen als undankbares Set verschrien, weil man natürlich üblicherweise vor einer leeren Location startet. Natürlich hat man dann keine ausartende Stimmung direkt vor sich, aber so ein Warm-Up-Set bietet viel Potenzial. Ihr habt zum Beispiel eben gerade, wenn ihr Anfänger-DJ seid, oft die Möglichkeit, mal Warm-Up-Sets zu spielen, bekommt so einen ersten Fuß in die Locations oder zu bestimmten Veranstaltungen, könnt schon Kontakte knüpfen, könnt üben, eben Erfahrungen sammeln, vor Publikum zu spielen, auf Veranstaltungen und so weiter und so fort. Also es gibt viele Argumente, warum ein Warm-Up-Set nicht schlechtes und im Prinzip ja nichts Undankbares ist. Was ihr auf jeden Fall beachten solltet, ist, dass ihr immerhin noch trotzdem der Warm-Up-DJ seid. Also der Mittelpunkt des Abends gehört nicht euch, das heißt eben keine großen Star-Allüren, vor allem auch das Set ja logisch aufbauen, dass man Stimmung aufbaut und eben die Leute an den DJ für die Peak-Time dann heranführt sozusagen, sei es jetzt genre-technisch, von der Geschwindigkeit, vom Energielevel und so weiter, dass man das auf jeden Fall sinnvoll aufbaut und eben nicht die Leute in Anführungszeichen schon verheizt, sondern nur anheizt. Das heißt eben auch wieder Hits, Klassiker, nicht zu früh, nicht zu schnell, nicht zu laut und so weiter. Nehmt da einfach Rücksicht und der DJ nach euch wird es euch auf jeden Fall danken und vielleicht eben noch ein gutes Wort für euch einlegen, weiterempfehlen und so weiter. Werdet ihr noch gute Kontakte bekommen und wenn ihr das als Warm-Up-DJ verkackt, dann seid ihr schneller wieder draußen, als ihr überhaupt mal eben den Fuß in die Tür bekommen habt. Wenn ihr dann wiederum der DJ nach dem Warm-Up-DJ seid, in Anführungszeichen Glückwunsch, ihr habt es schon ein bisschen weitergebracht, dann schaut, dass ihr ja die Übernahme sozusagen von dem DJ-Set entweder sehr geschmeidig gestaltet, das heißt, ihr greift das auf, was der vorherige DJ ja schon euch präsentiert, hoffentlich eben was Passendes, dass ihr eben dann auch beatmatcht und ganz klassisch den Übergang vollzieht, eben ähnliche Geschwindigkeit und so weiter, dass es einfach logisch weitergeht. Oder was man natürlich auch machen kann, ist, dass man eine kleine Schaffenspause setzt. Das heißt eben, man fährt einfach mal komplett die ganze Lautstärke runter. Der Warm-Up-DJ bekommt auch noch seinen Applaus, als Anerkennung eben für das hoffentlich eben coole Set davor. Und er verabschiedet sich und dann kannst du loslegen und dann ist natürlich auch dir überlassen, wie du dann dein neues Set starten möchtest. Wichtig dabei ist aber trotzdem, dass dieser Wechsel irgendwie logisch vollzogen wird und nicht einfach ein harter Cut mitten zwischen den Sets ist, auf einmal ein viel lauterer, viel schnellerer, viel energetischer Track reingeplatzt kommt, weil logischerweise wird dann auch das Publikum wieder überfordert sein, verstört sein und auf jeden Fall not amused sein. Da hilft es dann auch nicht mehr, dass du der Peak-Time-DJ bist, wenn du so bei den Leuten verkackst, dann ist es einfach zu spät. Dann kannst du nur eben hoffen, dass die Leute noch wieder irgendwie catchen kannst, aber es sollte eigentlich auch nicht zu viel verlangt sein, da einen anständigen Übergang zwischen den beiden Sets zu kreieren. Wenn ihr dann ziemlich am Ende der Veranstaltung angekommen seid, dann ist es vor allem gerade so bei Veranstaltungen, die nachts stattfinden oder vielleicht sogar leicht bis in die frühen Morgenstunden gehen, dass gerade am Ende nochmal Klassiker sehr gut gehen. Da sind dann Leute da immer noch, die richtig motiviert sind, die ja einfach noch ein bisschen verrückt ausrasten wollen. Und die haben auf solche Sachen natürlich besonders Bock. Das kann dann auch schon mal sein, dass du Lieder spielst, die vielleicht gar nicht unbedingt zu deinem
Genre oder zu dem Laden sonst passen. Sei es jetzt zum Beispiel, dass du eben elektronische Musik nochmal spielst und am Ende haust du dann nochmal einen coolen Evergreen aus irgendeinem anderen Genre raus. Wirklich als letztes, vorletztes Lied, wo jeder auch weiß, der Abend ist jetzt gelaufen, die Lichter sind vielleicht schon an. Aber einfach nochmal irgendeinen richtig coolen Song, den sowieso jeder mag und wo alle einfach nochmal ja, ein bisschen verrückt sein können und man den Abend dann ausklingen lassen kann. Alternativ kannst du natürlich auch in deiner Schiene, in deinem Genre bleiben und einfach schauen, dass du das Ganze entspannt zu Ende bringst und ja, das Ganze ruhig ausklingen lässt. Oder natürlich auch in deiner Schiene nochmal auf jeden Fall was Energetisches raushaust und dann sozusagen mit einem lauten Paukenschlag alles beendest. Alles Möglichkeiten, zu denen wir gleich dann noch in einem Art ja, Kurvenverlauf über ein Diagramm zu sprechen kommen. Alles in allem ist es extrem wichtig, dass wenn du zu Hause übst, eben was wir dir empfehlen, dass du viel übst, dass du deine Sets aufzeichnest und dir dann eben nicht nur die einzelnen Übergänge anhörst, sondern eben dein ganzes Set. Das wird auf jeden Fall Zeit kosten, aber das ist es auf jeden Fall wert, insofern du ja was erreichen möchtest als erfolgreicher DJ. Denn auch eben die Gesamtstimmung, die Gesamtentwicklung, der gesamte Aufbau deines Sets ist extrem wichtig, wie du ja durch den Abend oder generell durch die Veranstaltung führst. Und deswegen solltest du dir das auf jeden Fall nochmal anhören und schauen, ist es soweit stimmig? Schaffe ich es, mich in der Stimmung immer weiter zu steigern? Schaffe ich es, da im Prinzip gewisse Peaks zu setzen? Ist es alles in sich stimmig? Und ja, schaffe ich es eben wie so eine Art coole musikalische Geschichte zu erzählen? Wenn es an die Track-Auswahl für dein Set geht, dann ist das natürlich ähnlich wie beim Beatmatching oder generell beim Mixing einfach. Willkürlich Tracks aneinanderreihen, hatten wir schon besprochen, kann jeder. Das ist nicht unser Anspruch. Wir möchten ein cooles Set bauen. Deswegen müssen wir schauen, eben, dass jeweils die BPM sich zum Beispiel über den Verlauf etwas steigert oder umgekehrt eben, wenn ihr am Ende der Veranstaltung seid, vielleicht ein bisschen absenkt. Wie auch immer, wie ihr es machen möchtet, aber schaut einfach, dass ihr euch dessen bewusst seid und dass ihr die Kontrolle über den Verlauf der BPM zum Beispiel habt. Dass eben die Tracks untereinander am besten möglichst harmonisch sind, eben immer Mix in Key. Und dass auch die Lieder von ihrem Charakter her gut zusammenpassen, dass es einfach Spaß macht auf mehr. Jedes Mal, wenn ein neuer Track reinkommt, hat man richtig Bock, noch weiter zu tanzen und kann die Tanzfläche einfach nicht verlassen, weil es gerade so gut ist. Da müsst ihr euch dann einfach eben auf euer Gefühl auch teilweise ein bisschen verlassen, weil nur diese theoretischen Parameter machen noch keinen guten Übergang oder kein gutes Set. Das erfahrt ihr nur über wirklich langes Auflegen, über lange Zeit und immer wieder neue Sachen ausprobieren. Logischerweise, auch vorhin schon angesprochen, ist da eine organisierte Mediathek extrem wichtig. Wenn ihr tausende Tracks habt und ja, dann nicht die richtigen findet, dann bringt es euch gerade mal gar nichts. Deswegen organisiert euch da gut. Heutzutage gibt es Softwarelösungen, um große Mediatheken schnell zu filtern. Aber auch das ist im Prinzip eigentlich zu wenig, denn ihr müsst euch richtig mit der Musik auseinandersetzen und viel ausprobieren und schauen, eben einfach das richtig fühlen sozusagen, welcher Track passt denn hier gut zum anderen. Wenn ihr es dann eben schafft, dass alles so gut zueinander passt und eben eure Übergänge so wirklich Lust nach mehr machen und man die Tanzfläche absolut gerade nicht verlassen kann, dann habt ihr es wirklich geschafft, dass ihr ja gewisse Übergänge macht, die neue komplexe Rhythmen erzeugen und ja einfach zu mehr motivieren. Denn ein richtiger Übergang sollte auf jeden Fall Lust auf mehr machen und ein schlechter Übergang wird das Ganze logischerweise umgekehrt zerstören, dass die Leute eher demotiviert sind, sie haben nicht mehr Lust zu tanzen, sie kommen vielleicht eher draus und denken sich, ja, dann hol ich lieber was zu trinken oder wechsle vielleicht sogar im schlimmsten Fall die Location. Das kommt natürlich immer drauf an, gerade wenn ihr lange Blends macht, dann könnt ihr da viel arrangieren, aber auch wenn ihr schnelle Übergänge macht, sei es jetzt durch Backspin, Scratches, Cuts und so weiter. Auch das kann die Meute eben sehr anheizen, wenn ihr es richtig macht und auf jeden Fall neue Akzente für mehr setzen. Üblicherweise werdet ihr euch natürlich dann mit der Lautstärke, mit der Geschwindigkeit, mit dem Energielevel steigern, als Warm-Up-DJ sowieso. In der Peak-Time werdet ihr euch dann eher versuchen, immer wieder an solche Hochs dran zu arbeiten. Und klar, wenn ihr den ganzen Abend bespielt, eben ist es ja ähnlich. Deswegen schaut auch immer, dass ihr euch da Luft nach oben lasst. Also nicht zu laut beginnen, nicht zu schnell beginnen, nicht zu energetisch und aufdringlich. Ihr wollt ja die Leute wirklich abholen und mitnehmen. Wo jetzt eure Ausgangsposition ist, hängt dann natürlich immer davon ab. Eben. Seid ihr der Warm-Up-DJ, fangt ihr in der Peak-Time schon an
und so weiter. Da müsst ihr dann eben logischerweise das immer individuell anpassen, aber das wisst ihr ja auch schon, bevor ihr den Gig antretet, wie die Situation ist und könnt eben alles daran anpassen und ihr greift eben diese Ausgangssituation auf und hängt euch da sozusagen dran. Und ganz wichtig ist dabei eben immer wieder, dass ihr nicht auf einem Level verharrt, denn das wird alles ja gleich klingen lassen, eher unspektakulär und langweilig. Und dann können eure Übergänge an sich gut sein und auch eure Track-Auswahl kann auch wirklich gut sein. Aber es wird nichts wirklich herausstechen, nichts wird besonders sein und nichts wird die Leute eben ja besonders mitreißen auch. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr eher ja wellenartig euer Set aufbaut. Das heißt eben generell als Gesamtkurve, zum Beispiel wenn man jetzt hier eben als Warm-Up-DJ anfängt, ist man in der Peak-Time und später geht es dann wieder runter, ganz grob gesagt. Aber innerhalb dieser langen Kurve auch im Prinzip etwas wellenartig oder vielleicht sogar manche Spitzen setzen. Aber dazu dann gleich noch mal ein bisschen mehr am Whiteboard, wenn wir verschiedene Varianten für Set-Aufbaus durchgehen. Wenn es bei eurem Set dann mal dazu kommt, dass ihr große Temposprünge oder auch Sprünge vom Genre her machen müsst oder natürlich auch möchtet, je nachdem, dann empfiehlt es sich, dass ihr sogenannte Transition-Tracks verwendet. Das sind Tracks, die, ja, wie der Name schon sagt, für solche Übergänge, Transition, besonders geeignet sind, weil sie zum Beispiel in der BPM sozusagen wechseln, dass zum Beispiel ein Track, der eigentlich ein Hip-Hop-Track ist, noch als elektronische Variante geremixed wurde, die ist sozusagen in der ersten Hälfte des Tracks, dann kommt ein Breakdown und dann wechselt es innerhalb dieses Tracks in das Original vom Hip-Hop beispielsweise und so könnt ihr dann wunderbar einen Übergang aus eurer elektronischen Phase sozusagen in diesen Track reinmachen, der dann vom Charakter her auch schon eben Hip-Hop-mäßig angehaucht ist, selbst wenn er noch im elektronischen Bereich ist und wechselt dann sozusagen runter auf eine andere BPM, in das andere Genre und das ist natürlich sehr entspannt. Ansonsten müsst ihr halt schauen, dass ihr diese Wechsel eher ja schon natürlich stückchenweise nehmt, aber auch nicht zu extrem, weil wenn ihr gerade auf 120 BPM für elektronische Tracks seid, dann auf einmal einen harten Cut und in den Hip-Hop zu gehen, das ist schon sehr gewagt, kann funktionieren, ist aber auf jeden Fall eher schwierig. Deswegen lieber schauen, dass man vielleicht von den BPM-Sprüngen her ja, versucht, größere Schritte zu machen, in 5er, 10er Schritten irgendwie versucht, mit ein paar Cuts vielleicht auch oder schnellen Blends dann eben runterzukommen und diese ja, Lücke dann im Prinzip so zu schließen. Dabei ist es natürlich auch hilfreich, wenn ihr die Keylog-Funktion verwendet, dass das Ganze anhörbarer bleibt. Oder zum Beispiel, was ihr auch machen könnt, ist, dass ihr sehr langsame Hip-Hop-Tracks einfach in Double-Time abspielt sozusagen. Also einfach die BPM verdoppelt und dann landet ihr auch schon im Bereich der elektronischen Musik. Alternativ könnt ihr auch Breaks nehmen, bei der die Musik wirklich mal komplett aus ist und dann wieder in einen neuen Track reinstarten, der eben ein anderes Genre, eine andere Geschwindigkeit hat. Da gibt es ein paar Möglichkeiten. Da müsst ihr auch wieder viel ausprobieren, viel arrangieren und einfach schauen, was sich gut anhört. Denn darauf kommt es im Endeffekt an, dass sich's gut anhört und die Leute es feiern werden. Ihr werdet dann bei eurem ganzen Üben oder auch Spielen, wenn ihr live seid, immer mal wieder Track-Pärchen finden im Prinzip, die extrem gut harmonieren. Da passt einfach alles, die ergänzen sich sehr gut, die passen vom Energielevel her, eben von der BPM, vom Key und so weiter, da passt einfach alles, wie als würden sie zusammengehören einfach. Und da ist es besonders wichtig, dass ihr euch diese Pärchen merkt. Sei es, ihr macht einen Vermerk, zum Beispiel im Tracktitel oder manche DJ-Software bietet es an, dass sie ja, Tracks sozusagen miteinander verknüpfen. Dazu ja auch im Softwarekurs mehr. Aber wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr die behaltet. Denn umso länger ihr auflegen werdet, umso mehr von diesen Pärchen werdet ihr finden. Und irgendwann schafft ihr das auch dann, dass ihr immer wieder diese Pärchen in eure Sets einbindet. Und die kommen dann natürlich immer extrem gut an beim Publikum, machen extrem viel Spaß. Und ihr könnt ja so auch mehrere Päckchen aneinander hängen sozusagen und bekommt dann so ein unfassbar cooles Set, bei dem einfach alles stimmt. Deswegen ist es ganz wichtig, wenn ihr diese Pärchen entdeckt, oft ist es auch Zufall, dann müsst ihr euch die auf jeden Fall irgendwie speichern, merken, ja, vermerken. Und könnt so euer Set natürlich über den Lauf der Zeit immer weiter optimieren. Ja, genug jetzt hier einfach mal trocken gequatscht. Wir schauen uns jetzt
am Whiteboard nochmal ein paar Zeitverlaufskurven sozusagen an, wie man denn Sets so aufbauen kann. So, mal wieder kleiner Umbau, wie so oft. Wir wollen das Ganze jetzt mal hier für euch grafisch ein bisschen, sagen wir mal, verständlicher darstellen und noch ein bisschen mehr zum Setaufbau sagen. Denn, wie wir ja bereits gesagt haben, ist es wichtig, dass ihr nicht einfach nur random irgendwelche Tracks aneinander hängt und irgendwie macht, was ihr möchtet und dann kommt da zufällig irgendwie so eine Kurve bei rum. Vielleicht auch nicht, vielleicht sieht es auch einfach so aus. Das ist nämlich auch nicht gut. Auf jeden Fall solltet ihr euch einen Kopf darum machen, wie ihr euer Set aufbaut und es dann eben logisch aufbauen auch. Dazu unterscheiden wir zum einen zwischen dem Warm-Up-Set, dem Set in der Peak-Time, dem Set im Cooldown und eben All Night Long ist natürlich dann im Prinzip die Kombi aus all diesen Varianten hier. Sowieso sind es ja auch nur schematische Darstellungen, das ist eine Art Orientierung, es zählt eher das, was wir sagen und was wir jetzt noch hier rumkritzeln. Denn wenn wir eben mal zum Warm-Up kommen, haben wir hier zum einen das Energielevel und hier die Zeit. Die Zeit also der Veranstaltung, die ja dann immer fortschreitet. Und hier ist jetzt die Frage, wie agiert ihr? Was spielt ihr für Tracks? Denn wir haben ja schon gesagt, ihr solltet euch immer steigern in der Geschwindigkeit, vom Energielevel her. Eben, Tracks haben ja so einen gewissen Charakter, so gewisse Eigenschaften, dass man sagt, der geht auf jeden Fall mehr ab als ein anderer, obwohl es vielleicht sogar dieselbe BPM-Zahl hat. Und vielleicht auch vom Genre eben, dass man jetzt nicht vielleicht sagt, okay, elektronische Musik oder Hip-Hop hat mehr Energie. Nein, sowas zum Beispiel eben innerhalb eines Genres, dass man sagt, zum Beispiel Chillhouse ist logischerweise entspannter als Techhouse. Und insofern man einen Warm-Up-Set spielt, fängt man vielleicht eher mit ruhigeren, entspannteren elektronischen Tracks an und wechselt dann in Genres, die ein bisschen energetischer sind. Long story short, also hier das Warm-Up-Set läuft natürlich üblicherweise so ab, dass die Veranstaltung beginnt, der Laden ist leer oder die Veranstaltung und ihr geht dann hinten raus zum Peak-Time-Set, da wird dann eben der Wechsel sein, jemand anderes wird auflegen, also solltet ihr ungefähr so starten. Logischerweise nicht so, denn sonst ist ja ewig lang einfach nur tote Hose, nichts los und auf einmal gebt ihr Vollgas. Oder auch gut natürlich irgendwas in dieser Richtung. Einfach, dass man erkennt, okay, hier ist jetzt eine Steigerung. Und kurz bevor hier dieser DJ-Wechsel ist, gibt ihr nicht jetzt auf einmal aus dem Nichts Vollgas. Das hier ist ja im Prinzip nur die grobe Ausrichtung. Denn die Frage ist ja immer, was macht ihr im Prinzip noch in dieser Zeit hier? Ihr müsst ja nicht so linear spielen. Das wäre auch langweilig. Das empfehlen wir euch auch auf jeden Fall nicht. Und dann könnt ihr hier natürlich im Prinzip noch ein bisschen variieren. Sei es jetzt, ihr bringt hier im Prinzip noch kleine Peaks mit rein, dass ihr hier noch ein paar Ausläufer mit reinbringt, eben dass das Ganze noch ein bisschen spannender ist. Ihr könnt eben vielleicht noch ein, zwei Hits spielen, die jeder kennt, wo man weiß, okay, das sind Banger. Die ziehen auf jeden Fall, dass man eben sagt, okay, hier gehen wir noch mal ein bisschen runter und zack, dann hauen wir noch mal einen rein. Irgendwie, dass man eben sieht, da geht es jetzt voran und es nicht so monoton und langweilig ist. Aber wichtig eben, wenn ihr noch ein paar Hits oder eben Banger spielt, dann übertreibt ihr zum einen generell nicht und zum anderen auch klaut eurem Nachfolger keine Hits, die er dann im Prinzip spielen sollte. Nehmt die also nicht voraus. Das im Prinzip zum Warm-Up-Set. Hier könnt ihr es euch eben ein bisschen einteilen. Schaut auf jeden Fall, dass es nicht zu monoton ist und ihr hier noch ein bisschen Abwechslung mit reinbringt. Wenn ihr es dann sozusagen geschafft habt, dass ihr in der Peak-Time auflegt, dann habt ihr mehrere Möglichkeiten, wie ihr euer Set aufbaut. Was ihr auf jeden Fall nicht machen solltet, ist, dass euer Set so aussieht. Das bedeutet ja im Prinzip, dass ihr zwar die ganze Zeit Vollgas gebt eben, aber das ist auf jeden Fall nicht zu empfehlen, weil es zum einen im Prinzip langweilig wird, weil da kommt nur noch ein bisschen lieblos ein Banger nach dem anderen und die Leute sind entweder überfordert oder haben nach einer Zeit keinen Bock mehr drauf, weil es einfach nicht diese klassischen Höhen und Tiefen gibt, dass man sagt, oh, jetzt der Track ist gerade wieder geil und deswegen empfehlen wir euch ein derartiges Set nicht. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr Abwechslung reinbringt und einfach auch ein cooles, abwechslungsreiches Set spielt. Ihr habt dann eben zwei Möglichkeiten, die ihr natürlich auch miteinander kombinieren könnt. Das heißt eben,
ihr startet zum Beispiel eben weiter oben, denn der Warm-Up-DJ hat hoffentlich einen guten Job gemacht und ist nicht noch da unten. Startet dann und könnt zum einen zum Beispiel hier zu einem Höhepunkt ansetzen, geht dann vielleicht nochmal wieder ein kleines bisschen runter, um den nächsten anzusteuern und geht dann entweder ein bisschen entspannt raus. Ihr könnt aber logischerweise dann auch so dem Cooldown-DJ das Ganze übergeben. Je nachdem, wie lang euer Set ist, könnt ihr vielleicht noch einen dritten Höhepunkt zum Beispiel einbauen. Und spicken könnt ihr das Ganze natürlich mit solchen Spitzen. Sei es jetzt eben, dass ihr hier dann zum Beispiel nochmal einen absoluten Banger reinpackt. Oder zum Beispiel, dass ihr einfach generell euch an dieser Art Set orientiert, dass ihr sagt, okay, ich spiele eher was in dieser Richtung hier, nur im Prinzip als grobes Schema jetzt, weil so an sich soll es ja nicht aussehen, sondern dass ihr eben sagt, ich spiele lieber ein paar Hitbündel sozusagen. Das heißt, wir machen das Ganze dann eher so, wir gehen wieder runter, zack, kommt vielleicht eine Phase, die ist ein bisschen länger, da sind richtig viele Banger dabei und zack, und dann gehen wir so da hinten raus. Unterschied ist hier ja eben, dass ihr ja solche Art Bündel schnürt, wo ein paar Tracks dabei sind, die auf jeden Fall ziehen, die richtig krass sind. Und dann gebt den Leuten mal wieder ein bisschen Verschnaufpause und dann setzt ihr zum nächsten Mal an. Ihr könnt aber natürlich auch in Anführungszeichen relativ klassisch dann eine Variante wählen, dass ihr auf einen Höhepunkt relativ am Ende vom Set zusteuert. Das heißt eben, ihr startet logischerweise wieder hier oben und geht dann eben hoch bis zum Höhepunkt und flacht dann wieder ab. Dass wirklich alles in einem Höhepunkt mündet. Alles Möglichkeiten, könnt ihr alles untereinander kombinieren. Wichtig ist einfach, dass ihr nicht so ein ganz lahmes Standard-Set habt, wo ihr einfach geradeaus durchspielt. Und wie gesagt, selbst wenn da jeder Track ein Hit ist und ein Banger ist, der wirklich zieht, tut ihr euch damit keinen Gefallen. Euch gehen vielleicht nach einer Zeit die Tracks aus. Die Leute sind eher gelangweilt, weil ja, man kennt einfach jeden Track und irgendwann wird es auch im Prinzip ein bisschen langweilig, bei jedem immer mitzuschreien. Und ja, wir haben ja auch noch einen höheren künstlerischen Anspruch und deswegen schaut eben, dass ihr hier solche coolen Sets zusammenbaut. Und auch hier diese Phasen, im Prinzip das Tal, ist auch wichtig, dass ihr da trotzdem coole Tracks reinbringt, weil ihr wollt ja nicht einfach die Stimmung und die Leute komplett verlieren. Also ihr wollt dann halt ein bisschen die Stimmung nur etwas runterfahren. Das heißt, ihr braucht trotzdem noch coole Tracks, vielleicht unbekanntere, die aber trotzdem ziehen und könnt dann so ja auch immer wieder schnell zum nächsten Höhepunkt ansetzen. Insofern ihr das länger plant, müsst ihr das natürlich alles auch gut durchdacht haben, dass es auch wirklich so ist, dass es auch Sinn macht und dass es wirklich in diesem Höhepunkt endet und ihr eben nicht aus Versehen dann einfach nur so ein geradliniges Set spielt. Diese Spitzen hier sollten dann auch wirklich nur ein, zwei, drei Tracks sein, die ihr vielleicht auch relativ schnell bringt, sei es jetzt durch Cuts oder andere schnelle Übergänge, die wir euch bereits beigebracht haben. Und diese Höhepunkte hier können natürlich deutlich länger sein, eben ruhig 5, 6, 7 Tracks. Auch eben ja dann gerne mal 15 Minuten, dass man sagt, okay, das ist jetzt eben das Hoch hier und dann flacht ihr wieder ab. Immer abhängig natürlich auch von welchem Genre und eben auch, wie schnell ihr die Übergänge macht und so weiter. Ihr sollt ja auch immer euer Publikum lesen, das heißt, ihr merkt jetzt, okay, langsam ist auch die Luft aus diesem Höhepunkt sozusagen wieder raus. Das heißt, wir entspannen uns mal wieder kurz und ihr setzt dann später einfach nochmal neu an. Wenn ihr das Glück habt, ein Cooldown-Set zu spielen, dann habt ihr eben entweder Glück, weil die Leute noch Bock haben, oder eher Pech, weil die Leute schon halb am Gehen sind. Auf jeden Fall wird ja mal ganz grob euer Set ungefähr so ablaufen. Einfach umgekehrt zum Warm-Up-Set. Natürlich habt ihr auch hier wieder die Möglichkeit, genau wie beim Warm-Up, zu sagen, okay, ich setze hier trotzdem nochmal zu einem kleinen Höhepunkt an oder ich schaue, dass ich eben hier einfach nochmal ein kleines Hitbündel reinsetze, um noch das Letzte im Prinzip aus dem Publikum rauszuholen und da auf jeden Fall nochmal Gas zu geben. Das natürlich immer abhängig davon, merkt ihr, okay, sind die Leute schon am Gehen, ist die Stimmung wirklich schon sehr entspannt oder sind die Leute eigentlich noch ziemlich heiß vom DJ in der Peak Time
Und ihr könnt es natürlich ausnutzen, schön für euch, und da eben nochmal ordentlich drauf gehen. Deswegen müsst ihr es immer individuell entscheiden. Wichtig auf jeden Fall, dass ihr hier dieses Energielevel vom Peaktime DJ aufgreift, weil wenn ihr eben zu tief ansetzt, dann ist das Zeichen ganz eindeutig, okay, die Veranstaltung, der Abend ist vorbei, und dann ja, könnt ihr zuschauen, wie die Leute den Laden verlassen werden. Gerade solche Cooldown-Sets können sehr cool sein, eben wenn die Leute noch heiß sind von der Peak-Time, weil ihr hier dann ein bisschen experimenteller sein könnt. Die Leute sind auch nicht mehr, ja blöd gesagt, ganz so anspruchsvoll, nehmen es nicht mehr ganz so genau. Die Veranstaltung ist ja schon fortgeschritten. Das eine oder andere Getränk wurde getrunken. Deswegen kann man hier eben viel Spaß haben und schaut einfach, dass ihr ja, hier vielleicht solche Höhepunkte nochmal unterbringt. Insgesamt wird es natürlich früher oder später darauf hinauslaufen, dass sich das Ganze ja dem Ende zuneigt. Ihr werdet mal langsamer von der Lautstärke, von der Geschwindigkeit, eben wieder vom Energielevel der Tracks an sich. Und ja, entweder ihr lasst dann einfach entspannt ausklingen. Das heißt, eben ist es vielleicht eh schon kaum einer mehr da, es interessiert eh keinen, einfach es plätschert hier aus und Veranstaltung ist vorbei, alles cool. Vielleicht ist es aber auch so, dass ihr wirklich ein richtig geiles Set spielt. Und auch selbst hier im Prinzip noch ziemlich am Ende der Veranstaltung sind trotzdem noch einige Leute da, die auch immer noch Bock haben. Logischerweise muss aber immer mal Feierabend sein, weil der Club einfach zumacht, ja, weil es einfach schon früh am Morgen ist und so weiter. Dann muss man einfach irgendwo ein Ende setzen. Und dann habt ihr noch die coole Möglichkeit, dass ihr hier eben schön die Stimmung nochmal runterfahrt. Und dann, das ist das, was wir hier angezeigt haben, beendet ihr euer Set so, sagen wir mal, zum Schein und droppt dann auf einmal noch ein, zwei, drei Tracks, die einfach richtig cool sind. Das kann dann zum Beispiel auch was Genrefremdes sein, wenn ihr zum Beispiel in der elektronischen Szene unterwegs seid, irgendein ja, Klassiker aus dem Mainstream, vielleicht irgendwas Cooles, Hip-Hop-mäßiges oder eben irgendwas, was einfach ein bisschen aus der Reihe tanzt, vielleicht auch im selben Genre, dass ihr hier einfach nochmal irgendein geilen Abschlusstrack bringt, der dann sozusagen mit einem Paukenschlag einfach das Set beendet. Wie gesagt, je nachdem wie gut die Stimmung ist, ein, zwei, vielleicht sogar drei, und dann ist natürlich einfach wieder Feierabend. Das ist aber auf jeden Fall auch noch eine sehr coole Sache, müsst ihr ja immer dann individuell entscheiden, je nachdem wie die Leute gerade drauf sind, das seht ihr ja einfach. Wenn die Leute schon quatschen und ihre Jacke holen, dann lasst ihr es besser sein, aber wenn immer noch ein harter Kern vor eurem DJ-Pult steht, der einfach immer noch motiviert ist, dann kann das auf jeden Fall nochmal richtig Spaß machen. Wenn ihr einen Abend ganz alleine bestreiten werdet, oder auch Tag, ist ja egal, bei einer Hochzeit wird es dann wahrscheinlich auch schon eben vor dem Abend losgehen, dann wird euer Set natürlich allgemein so aussehen. Ganz klar eben eine Kombi aus den drei Varianten vorher. Es geht irgendwo ganz entspannt los und irgendwann ist die Veranstaltung zu Ende, ist ja ganz klar. Hier ist dann im Prinzip die Unterteilung zwischen Warm-up, Cool-down und der Peak-Time. Insofern man bei einer Art Hochzeit oder ähnlichen Veranstaltungen von einer klassischen Peak-Time sprechen kann. Das ist natürlich eher ein bisschen eine Clubsprache sozusagen. Aber im Endeffekt ist es genau dasselbe, denn ihr startet irgendwo mal recht entspannt, versucht die Leute eben abzuholen, in den Abend reinzustarten. Und irgendwo ist dann der Höhepunkt, die Leute tanzen alle, die Stimmung ist hoffentlich cool, es läuft alles bestens. Und klar, irgendwann ist jede Veranstaltung mal vorbei. Das heißt eben, wenn ihr den ganzen Abend bestreitet, kombiniert ihr am besten das, was wir jetzt hier euch bei diesen Varianten erklärt haben, miteinander. Und eben macht das alles alleine, anstatt dass ihr eben nur der Warm-Up-DJ seid und euch dann verabschiedet, hängt ihr einfach im Prinzip einen Abschnitt an den anderen. Dabei ist es logischerweise wichtig, dass ihr erstens schon mal eine sehr große Mediathek habt, denn der Abend und die Veranstaltung an sich wird wahrscheinlich sehr lang sein, also braucht ihr eine Menge Tracks. Und zum anderen muss die auch sehr gut organisiert sein. Am besten ja, habt ihr eine Art Unterteilung, dass ihr sagt, das sind eher Tracks für den Beginn einer Veranstaltung, das sind die ganzen Hits, Banger, Evergreens, Sure Shots und so weiter für die ganze Peak Time und das Drumherum. Und dann vielleicht eben auch noch eine Playlist oder eben irgendeinen Anhaltspunkt in eurer Mediathek, dass man sagt, okay, das sind eher die Tracks fürs Ende. Denn ihr müsst ja hier eben trotzdem eine Art musikalische Geschichte erzählen. Es muss ja trotzdem irgendwie Sinn machen, es muss irgendwie stimmig sein
und soll nicht einfach ja, willkürlich irgendwas aneinandergereiht sein, dass ihr auf einmal ja, aus Versehen viel zu hart einsteigt, obwohl eigentlich noch gar niemand da ist. Ihr merkt dann auf einmal, oh, okay, eben zieht ja gar nicht. Alles klar, ja, dann gehe ich mal wieder runter, bis ihr dann irgendwann merkt, okay, jetzt ist der Laden voll, alles klar, mit Vollgas hier hoch. Irgendwie, die Leute feiern es gerade nicht mehr so, holen sich was zu trinken, warum auch immer. Okay, dann gehen wir lieber mal wieder runter. Irgendwie, und dann passiert das irgendwie willkürlich, wie halt mal Leute da sind oder nicht. Und dann, ja, irgendwann ist die Veranstaltung halt vorbei, lassen wir es irgendwie mal auslaufen. Also das ist natürlich eine vollkommene Katastrophe. Es soll ja eben alles Sinn machen und da ist eine Organisation ganz wichtig, dass man eben auch ja, sagen kann, euer Set war wirklich stimmig, es hat Sinn gemacht, alles hat ja zusammengepasst. Ihr habt die Leute gut an den Höhepunkt, an den Mittelpunkt dieser Veranstaltung herangeführt und habt das Ganze auch cool wieder ausklingen lassen. Musst ja den Leuten auch irgendwie kommunizieren, wann jetzt welche Phase ist und ja, das nicht einfach nur so unkontrolliert dahin plätschern lassen. Ihr könnt dann logischerweise hier eben wieder diese ganzen Varianten einbauen, dass ihr hier eben sagt, okay, jetzt ist die Stimmung gerade mega cool, alles klar, dann packe ich mal so ein Hitbündel da rein. Oder eben ihr geht das Ganze hier wieder ein bisschen entspannter an. Ist ja auch immer davon abhängig, was ihr für Musik spielt. Ihr könnt ja den ganzen Abend elektronische Musik spielen bei einer Veranstaltung, Hip-Hop, Mixed Music und so weiter und so fort. Denn bei elektronischer Musik zum Beispiel ist es ja eher typisch, dass man auf ein, zwei Höhepunkte im Set hinarbeitet oder eben auf diesen einen großen und dann geht es wieder runter. Gerade bei Mixed Music Veranstaltungen und wo auch eben viel Mainstream Musik läuft, wird es eher dann auf diese Hitbündel hinauslaufen und so weiter. Das müsst ihr dann immer individuell entscheiden. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr euch wie so eine Art Plan zurechtlegt, dass ihr wisst, okay, das ist jetzt eben mein Plan fürs Warm-up, dann kommt die Peak-Time und fürs Ende habe ich mir auch noch was Cooles ausgedacht. Am besten eben, ihr habt sowieso eure Mediathek immer so im Griff, dass es für euch gar kein großes Ding ist und umso mehr ihr Erfahrungen sammelt und öfter einen All-Night-Long-Set spielt, umso leichter wird es euch auch fallen. Aber ganz wichtig ist eben, dass ihr es nicht dem Zufall überlasst, sondern eben mit Köpfchen ja, ganz geplant daran geht und euch ein Set baut. Wie gesagt, zur Hilfe könnt ihr es dann euch noch machen, dass ihr sozusagen wie diese Abschnitte einzeln plant und sie dann aneinander hängt. Aber eben vielleicht seid ihr auch so gut und habt eure Mediathek so gut im Griff, dass ihr dieses ganze lange Set an einem Stück sozusagen schon in eurem Kopf geplant habt und das alles auch so klappt. Wie immer macht da Übung den Meister und ihr müsst da einfach Erfahrungen sammeln. Ganz wichtig ist hier vor allem eben das Publikum zu lesen, denn euch bringt der beste Plan nichts, dass ihr eben sagt, ja, ich baue hier eben meine Hitbündel ein und ich mache zwei Höhepunkte und so weiter. Alles schön und gut, wenn das die Leute nicht interessiert, wenn sie es nicht gut finden, was du da gerade fabrizierst, dann solltest du von deinem Plan auf jeden Fall schleunigst Abstand halten, alles über Bord schmeißen und eben schauen, wie du die Leute wieder einfängst, wie du die Leute abholen kannst, um sie sozusagen wieder zurück in die Spur zu bringen. Deswegen eben alles nur so schematische Dinge, die wir jetzt hier mal angesprochen haben, an denen du dich grob orientieren kannst. Und wir sagen ja auch immer, bereite deine Sets auch schon grob vor, aber auf keinen Fall eben eine genaue Abfolge und einen felsenfesten Plan, den du so umsetzt. Denn es ist immer wichtig, dass man da individuell noch im Lauf der Veranstaltung eingreifen kann und dann einfach mit diesen ganzen Tipps hier das Beste rausholt und trotzdem eben schafft, ein cooles Set zu bauen, das ja eine Art musikalische Geschichte erzählt. Ja, wir hoffen, du konntest dir einiges aus dieser Lektion mitnehmen. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu dieser Thematik hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.